liebe Kids, hoffentlich geht es euch allen gut. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor, denn besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Das habt ihr sicherlich schon in der Schule gemerkt. Da müsst ihr nicht mehr nur gut lüften und eine Maske tragen, sondern auch einen Corona-Selbsttest machen. Aber wie macht man den eigentlich richtig? Das wollen wir uns heute mal von einer Expertin zeigen lassen. Kommt mit! Hallo, schön, dass ihr da seid! Schön, dass das geklappt hat und wir heute hier sein können. Ich hab da mal was vorbereitet, dann kommt mal mit. Ich bin die Schwester Nadine. Ich arbeite seit 18 Jahren hier in der zentralen Notaufnahme in der St. Luise Frauen- und Kinderklinik. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, warum ich meinen gelben Schutzkittel anhabe, meinen Mundschutz trage und die Handschuhe. Das ist ganz wichtig als Schutz für mich, weil ich gleich bei der Holly einen Antigen-Schnelltest mache und ich nicht weiß, ob sie positiv oder negativ ist. Daher muss ich mich auch schützen. Ich erkläre euch jetzt mal, wie so ein Test funktioniert und was wir dafür überhaupt brauchen. Wir haben ein Teststäbchen, wir haben eine Testkarte und wir brauchen eine Flüssigkeit und eine kleine Pipette. Schritt 1 ist, ich öffne das Stäbchen und zeige dir erstmal, wie das aussieht. Das ist ein dünnes, weiches, bewegliches mit einem Wattepäuschen Nasenstäbchen. Wichtig ist, dass wir da nicht dran fassen, weil es ist steril. Ich werde jetzt einmal in deine Nase popeln, weil sich im Nasenrachenbereich die Viren verstecken. Dazu legst du den Kopf ein bisschen nach hinten. Du darfst auch gerne Wiebke die Hand geben. Ich mache es ganz schnell, es ist ein bisschen unangenehm. So, ich drehe einmal in der Nase. Super machst du das, Holly. So, jetzt kommen wir zu Schritt 2. Wir öffnen das Teströhrchen mit der Flüssigkeit und tauchen das Stäbchen in die Flüssigkeit und rühren 10-mal im Kreis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damit alle Viren, die wir jetzt aus Hollys Nase geholt haben, hier in die Flüssigkeit sich verteilen kann. Wir drücken das Teströhrchen zu und ziehen das Stäbchen raus und haben alle Viren aus diesem Wattestäbchen in die Flüssigkeit gedrückt. Mit dem Teststäbchen sind wir jetzt soweit fertig und schmeißen es jetzt weg. Schritt 3, wir nehmen die Pipette und drücken die Pipette auf das Röhrchen. Richtig fest drücken, dass es dicht ist. Somit ist Schritt 3 beendet und wir kommen zu Schritt 4. Wir nehmen die Testkarte und reißen die hier oben auf und holen die Testkarte heraus. So, Holly, ich zeige dir mal einmal die Testkarte. So sieht die aus. Für euch, liebe Kinder, zeige ich das auch noch mal. Okay, dann kommen wir jetzt zu Schritt 5. Ich nehme jetzt die Flüssigkeit und hier in diesem Testfeld tropfe ich 3 Tropfen drauf. Genau, 1, 2, 3. So, jetzt müssen wir warten und die Flüssigkeit zieht sich jetzt an diesem Teststreifen hoch. Siehst du, Olli? Dann nehmen wir unseren Wecker zur Hand und stellen ihn 15 Minuten, weil wir müssen jetzt 15 Minuten warten, bis wir das Ergebnis ablesen können. So, die 15 Minuten sind um. Siehst du, Holly, bei C für Control, Control Line, das ist alles Englisch, heißt Kontrolllinie, ist ein Strich. Das heißt, dass der Test richtig durchgeführt worden ist. Bei T steht für Test Line, ist kein Strich. Also es heißt, du bist negativ. Yeah! Das hast du super gemacht, Holly, spitzenmäßig.
Ich hoffe, ich konnte euch die Sorgen ein wenig nehmen. Denkt bitte daran, schützt euch, schützt eure Mitmenschen, denn wir wollen bald wieder ins Fußballstadion und mit Holly jubeln. Danke, Nadine, dass du uns heute gezeigt hast, wie so ein Schnelltest funktioniert. Und Holly, du hast es wirklich super gemacht. Wir hoffen, für euch war es auch interessant und dass ihr etwas mitnehmen konntet. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.